Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Ja Leute, das letzte Mal, was ist geschehen? Ich muss kurz überlegen. Wir haben auf jeden Fall die Xel-Karte von Xels Mutter bekommen und ja, der Garten kann nun endlich fliegen und wir sind in Richtung Balamp aufgebrochen, mussten dort feststellen, dass die ganze Stadt ja mit Galbadianern besetzt ist und ja, um uns dort reinzuschmuggeln, haben wir der Wache ganz am Eingang gesagt, dass wir Infos über Elione haben und diese sollen wir nun dem Kommandanten oder den Kommandeur mitteilen, der soll sich wohl im Hotel befinden. Naja, wie dem auch sei, Leute, es ist ein bisschen was passiert. Ich habe mir gedacht, ich kann, also das letzte Mal, als wir aufgehört haben, dass ich zurück zur Weltkarte kann. Musste aber leider feststellen, dass das nicht mehr geht und ich konnte so nicht speichern und ich hatte wirklich keine Zeit mehr, außerdem war ich müde, es war spät. Also, ja, ich musste halt so ein bisschen was nachspielen. Hab somit die Kopplung so ein bisschen verändert, das macht aber nichts, das ist nicht wirklich schlimm. Weil wir das, ja, das ändert sich ja eh ständig, von daher nicht so schlimm. Die GF lernen jetzt ein bisschen was Neues, also Quetzalcoatl nicht, dafür aber Ifrit, nämlich Stärkebonus, der hat nämlich das letzte Mal, ich muss kurz schauen, ich glaube wir haben Stärke 40 gelernt, nee, das kann es auch nicht gewesen sein, irgendwas war es, ich weiß es nicht mehr, irgendwas hat er gelernt, ihr seht, GF Magie, 10% hat er auch schon angefangen gehabt, deswegen habe ich mal Stärkebonus gemacht, denn ja, bei Level Up ein Stärkebonus plus 1, heißt also, dass unser Stärkewert mit jedem steigenden Level auch um einen Punkt steigt und das für immer. Das ist ganz cool. Ja, sie lernt Magie plus 40, sie hat davor Wünschelrute fertig gelernt, das heißt, wir können jetzt irgendwelche versteckten Speicher- und Draw-Punkte entdecken. Ja, danach, ich weiß noch nicht, was ich mit ihr mache. Browsers lernen jetzt Elementar- oder Element-Abwehr-Kopplung, ich glaube, davor war es HP plus 20. Und dann hatten sie mit GF Magie plus 10 angefangen. Nach Element Abwehrkopplung werde ich HP 40 lernen. Und ja, der Rest ist erstmal beim Alten geblieben. Diablo ist immer noch bei HP plus 20. Ja, stimmt, okay, HP Kopplung. Und danach auf jeden Fall Magie Kopplung bei Karbunkel. Und Kontern ist vielleicht auch gar nicht mal schlecht. Also immer wenn wir angegriffen werden, greift unser Charakter, der Kontern ausgerüstet hat, automatisch zurück an. Ohne dass es irgendwie, ja, eine Runde für uns verschwendet. Das ist dann einfach noch so ein Zusatzangriff. Das ist sehr, sehr cool. Körper 20 könnten wir auch lernen. Da bin ich mir noch nicht sicher, was wir als nächstes machen. Kontern braucht immerhin ganz schön viele Punkte. Naja, wird schon alles gut gehen. Ja, Leviathan, Magiekopplung. Mit dem haben wir jetzt noch nicht wirklich was gelernt. Autotrank. Nun gut, also das sind bisher, naja, die ganzen Abilities gehen. Sind bisher nicht die besten, aber okay. Trotzdem ist es ein cooler GF. Ich weiß gar nicht, habe ich ihn euch schon gezeigt? Nee, habe ich noch nicht, oder? Nö. Okay. Ja, das war's soweit. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal mit der Seed-Prüfung. Also bevor wir jetzt loslaufen. Tutorial. Ich vergesse es irgendwie immer wieder. Seed Level 7. So, je höher der Reflexwert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man Angriffen ausweicht. Ja. Wenn ein Gegner Hitze absorbieren kann, wird er durch Feuerzauber geheilt. Das stimmt. Welches Multisquad anwendet, hängt von seiner Gunblade ab. Nein, nicht unbedingt. Hatte ich ja schon mal erwähnt. Je nachdem, was wir für eine Gunblade haben, können wir auch die ganzen davor gelernten Spezialtechniken. Der Hitzewandler erzeugt 5-mal Feuer aus einem Zaubersplitter. Wir sagen jetzt einfach mal, ja, das klingt logisch. Ein Zaubersplitter ist, ja, findet man wie Sand am Meer und dass man daraus Feuer bekommen kann, finde ich schon recht logisch. Bei Kartenspielen existieren Sonderkarten, die es nur einmal auf der Welt gibt. Ja. Buhl benutzt Feuer, sage ich jetzt einfach mal nein. Der Geistwert ist nur für den Zauber Konfu wichtig. Je höher der Wert, desto effektiver der Zauber. Nein. Von Heulechsen bekommt man Schrauben. Macht eigentlich keinen Sinn, oder? Also nein. Je höher der Charakterlevel, desto höher der Level des Gegners. Ja. Wenn man im Weltmodus langsam geht, erscheinen keine Gegner. Nein. Oh Gott, gerade mal 70 von 100 Punkten. Und ich bin mir bei den meisten Fragen eigentlich sicher gewesen. Das ist echt mies. Gott. Wie schlecht kann man sein? Na schön, hat sich noch was geändert? Ja. Letztes Mal hatte ich bei allen Charakteren Angriffskopplung, also eine Elementar-Angriffskopplung ausgerüstet. Oder Zustandskopplung. Das wäre hier für einen Kampf, der demnächst folgen wird, ziemlich schlecht.
Wobei ich eins nochmal ausprobieren mag. Ich hoffe, das heißt jetzt Squall oder nicht wer anders, weil ich habe jetzt die Kopplung ja so ein bisschen geändert. Genau, wir versuchen es hier mal mit Saugen. Moment. Ach, geht der gar nicht. Ach verdammt, dann kriegt es im Excel. Wenn das denn kann. Na, kann er natürlich nicht. Dann kriegt es natürlich, Quistes. Na schön. Dann kann ich euch das wenigstens mal zeigen. Wie sich das so verhält. Hat sie das überhaupt? Sie hat gar kein Saugen. Na gut, dann ist es auch nicht weiter schlimm. Ich meine, die ganzen restlichen Werte sind auch nicht so mega Bomben und dir fehlt noch die Steuerung, die Stärke und Körperkopplung. Aber egal, wir kommen schon zurecht. Werden demnächst ja noch ein paar neue Gavs bekommen. Und ich denke mal, da werden wieder so ein paar Kopplungsarten dabei sein. Ja. Hey, Squall! Das ist mein Zimmer, nicht reingehen, es ist heilig. Schon gut. Na schön. Da kommen wir also immer noch nicht rein. Ich würde sagen, wir schauen uns um und suchen mal den Kommandanten oder Kommandeur. Waren wir eigentlich schon in dem Haus hier hinten? Ich weiß es gar nicht mehr, ist schon wieder ein bisschen her. Meine Eltern kommen nicht nach Haus. Ich mag das nicht. Ich will nicht mehr. Ach Gott, die Arme. Die Eltern sind abwesend. Ich muss das Kind zum Nachbarn bringen. Ich weiß nicht, was aus Belam wird. Galbadi und die Hexe kennen keine Skrupel. Na schön. Oh, miau. Klasse. Yay, Seed Level. Juhu. 9000 Gil, ganz schön viel. Nicht übel. Na schön. Ja. Wenn ihr nichts zu suchen habt, geht gefälligst nach Hause. Wenn ihr hier rumlungert, werde ich euch verhaften. Unser Kommandeur denkt, dass gerade eine solche Kleinstadt verdächtig ist. Aber wie zum Teufel soll man ein Mädchen finden, von dem man nur den Namen weiß? Ich glaube, es geht, egal was für ein Mädchen es ist. Es wird uns nicht entkommen. Dann beginnt die erste Herrschaft und die Herrschaft Galbadias. Aha. Ja, na gut. Wie dem auch sei, auf zum Hotel. Ach ja. So, was gibt's denn hier Feines? Xell, gut, dass du jetzt hier bist. Tu mal was gegen die Soldaten, sie benehmen sich ziemlich daneben. Wie mein Mann, wenn mein Mann noch hier wäre. Ach, er würde sie im Nu vertreiben. Naja. Wusstest du, dass Infos über Ione belohnt werden? Sie nehmen Infos jeder Art, sie sind wirklich großzügig. Tja, und du hast keine, wa? Der Kommandeur hat uns befohlen, niemanden durchzulassen. Was ist? Eine Information über Ione? Was mache ich jetzt? Schon wieder ein Gerücht. Wenn ich wieder etwas falsch mache, wird mein Sold gekürzt. Das Problem ist, dass unsere Vorgesetzten je nach Laune unseren Sold bestimmen. Wir haben leider nicht das Recht, unsere Vorgesetzten auszuwählen. Hey, wir haben wirklich nützliche Infos. Führt uns zu eurem Kommandeur. Tja. Irgendwie sind sie verdächtig. Das denke ich auch. Irgendwas stimmt da nicht. Fragt das unseren Truppenführer. Er ist auf Patrouille. Echt jetzt? Ich kann da wirklich nicht rein. Ach, so eine... Gott, seid ihr doof. Der Truppenführer ist auf Patrouille. Sucht unseren Truppenführer. Ja, na schön. Suchen wir den eben. Man kann sich aber auch affig haben. Ich meine, normalerweise hätten wir die auch verprügeln können. Das sind immerhin nur Galbadier-Soldaten. Ihr solltet froh sein, dass wir die Stadt nicht angezündet haben. Wenn ihr der ja will, kann sie diese Stadt im Nu auslöschen. Ja, das ist schön. Wird aber nicht passieren, solange wir hier sind. Ah, ich habe auf dich gewartet. Recht bitte mein Meister, die Galbadianer haben ihn seinen Arm gebrochen. Dabei hat er nur gefragt, was jetzt aus Belam wird. Wenn ich bloß stärker wäre. Ich weiß, ich halte diese Soldaten immer für ziemlich dümmlich und, naja. Dümmlich, aber brutal. Das passt natürlich. Hast du jemals den Namen Ione gehört? Ja. Ich habe eben mitgekriegt, dass Ione auf einem Schiff ist. Sie soll angeblich von hier auf das Schiff gestiegen sein. Ein kleines Schiff würde in so einer Hafenstadt gar nicht auffallen. Weiß nicht, was du gesehen oder gehört hast. Also, hier ist sie auf jeden Fall nicht aufs Schiff gestiegen.
Den Kommandeur? Nein. Den Truppenführer? Ach, ich glaube nicht, dass ich solche Bonzen gesehen habe. Oh. Sehr gut. Das war nur eine höfliche Frage. So, hier kann ich euch gleich mal was zeigen. So, ist irgendwo hier hinter war das. Einen Moment. Kann ich Ihnen helfen? Wer bist du? Psst. Nicht so laut, okay? Ich wollte nur eines sagen. Falls ihr etwas über Ione wisst, erzählt es mir bitte zuerst. Im Gegensatz zu den Galvadianern werde ich euch dafür bezahlen. Weißt du nicht, wer der Truppenführer zurzeit ist? Wir müssen ihn finden, um mit dem Kommandeur zu reden. Den Truppenführer? Es kommt darauf an, was ihr dafür zahlt. Ich habe zurzeit 3 Informationen. Oh Gott, gut aus. Das ist nicht wahr. Für die erste Klasse Info 30.000 Gel hinzublättern. Nein, danke, kein Interesse. Gott, seid ihr geizig. Ihr hättet diese Infos kaufen sollen. Also ich bin der Meinung, dass das Ganze auch ganz gut ohne Infos klappen wird. So groß ist die Stadt ja nun mal nicht. So, gab's hier hinten was? Ja, wahrscheinlich schon. Ui, ein Drawpunkt. Gucken, ich wollte da drauf. Squall, nicht springen, auch wenn du meist schlecht gelaunt bist. Das würde dir jetzt nichts bringen. Ach, sehr schön, 7-mal Vita. So, was ist mit dir? Ich suche den ganzen Tag nach etwas, was Ione gehört, was nach Ione riecht. Aha, aber du kennst sie doch gar nicht, oder? Woher willst du wissen, was nach Ione riecht und was ihr es ist? Das macht überhaupt keinen Sinn. Unser Truppenführer hat gerade hier geangelt. Er war glücklich, dass er einen Fisch fangen konnte. Er meinte, dass er ihn sofort essen will. Aha. Oh, Hundi. Ich soll mit diesem Suchhund Ione finden. Aber wie soll er sie finden, wenn er ihren Geruch nicht kennt? Ach, das kann niemals klappen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das Ganze hier ist vergebens. Immerhin wissen wir ja, wo sie ist. Und sie ist nicht hier. Ach Gott, sind die doof. Okay. Der Truppenführer will so Fisch essen. Wo könnte das so sein? Ich weiß es natürlich und werde auch gleich hinlaufen. Ach, sehr schön. Schaut mal, Leute, da kommt Rauch aus der Wohnung. Das ist schon mal ein Zeichen. So, Xels Mutter. Da kam ein Galvadianer, der unsere Küche benutzen wollte. Er hat einen stinkenden Fisch zubereitet. Jetzt riecht die ganze Wohnung danach. Okay. Ich dachte immer eigentlich, der Fisch ist da nur drin, aber ich glaube, das ist einfach mal der stinkende Geruch des Fisches, der da immer noch aus dem Ofen kommt, oder vom Herd. Voll eklig. Sag mal, Axel, können wir nicht in dein Zimmer? Das Hotel wurde besetzt, wenn es nicht anders geht. Wir gehen in mein Zimmer. Ich habe euch aber nicht wirklich eingeladen, okay? Endlich, Xelman, du hast dich aber auch affig. Oh, bei Lampenmusik ist das nicht schön. Das ist das Zimmer von Xel. Das sieht nicht aus wie ein Zimmer eines Jungen. Es sieht aufgeräumt aus. Wurde dein T-Board nicht beschlagnahmt? Ein Profi wie ich braucht mehrere Boards. Ja, da lacht sie. Was ist? Was lachst du da? Wenn ich T-Bot höre, muss ich immer daran denken. Squall, hast du schon mal von dem Unfall gehört? Hä? Was für ein Unfall? Er ist mit dem T-Bot in der Schule herumgefahren und zack landet er in der Damentoilette. Was? Stopp! Nicht weiter erzählen! Okay. Ach, der gute Xel. Schaut mal, hier hätten wir speichern können. Das hätte ich letztes Mal gebrauchen können, aber... Ja, um dahin zu kommen, hätte ich ein bisschen was machen müssen und dann hättet ihr nicht mitbekommen, wie die ganze Sache mit dem Truppenführer eben, ja, anfängt und dann spiele ich lieber ein bisschen was nach, anstelle, dass ihr irgendwas verpasst. So, T-Bot geht nicht. Ich würde sagen, ich speichere einfach mal. Zur Not. Falls jetzt wieder irgendwas richtig schief läuft, dann habe ich wenigstens den ersten Part und könnte das zur Not hier wieder reinkatten, wobei ich nicht glaube, dass wir das brauchen. Also das habe ich bisher nie gebraucht, nicht während der Aufnahme. So, können wir noch irgendwas Schönes machen? Oh yeah, Squall, lass die Wut raus. Das ist gut für dich. Mach das nochmal.
Weiß nicht, passiert eigentlich irgendwas, wenn wir das ganz oft machen? Vielleicht macht der Xel mit und dann gibt es hier ein schönes Sparring. Na gut, ein paar Waffen an der Wand. Und ja, wer auch immer dieser Typ da auf dem Bild ist. Boah, meine Stimme, Leute. Okay. Ruhen wir uns aus. Könnten wir machen, aber wir haben voll Energie. So, geht hier auch irgendwas? Ich glaube nicht. Na schön. Dann war es das wohl mit seltsam. Auf jeden Fall ist es ziemlich schön. Und das ist wieder die Spionagemusik. Ich finde das irgendwie lustig. Das passt zur ganzen doofen Situation hier in der Stadt. Zumindest wenn man weiß, was hier eigentlich los ist und wer hier der Truppenführer ist. Drawpunkt Blitz gefunden. Ja, können wir nicht gebrauchen. Hallo. Kauf bitte nicht alles auf und... Was? Du suchst jemanden? Neulich schlief jemand hinter einem Militärwagen. Ist es das, was du wissen wolltest? Nee, ich glaube nicht. Den kennen wir bereits. Diesen geldgierigen Sack. Okay, wir haben genug. Kaufen muss ich also nichts. Unser Truppenführer? Ha, er macht gerade ein Nickerchen. Nein. Ich meine, er ist auf Patrouille. Er will nicht gestört werden, wenn er auf Patrouille ist. Ja, ist klar. Oh Mann. Okay, Leute. Was ist hier los? Ich hätte es doch lassen sollen. Ach, es hatte schon so einen komischen Geruch. Wie gemein. Das war wirklich nicht nett. Hilfe. Okay. Unser Truppenführer brachte uns das Essen. Oh, ich fühle mich wie gerädert. Hammer. Nein, nein. Ich war's nicht. Da kam ein Mann, der das Essen brachte. Aha. Ja, nu. Diese Symptome zeigen sich, wenn man Badamfisch isst. Scheinbar hat es jemand mit Badamfisch verwechselt. Badamfisch. Dieser Zustand bessert sich von allein, aber dieser Galbadianer... obwohl er am meisten gegessen hat, ging es ihm danach blendend. Okay. Aber wo könnte er nur sein? In den Zug können wir leider nicht. Da versperrt uns der gute Soldat den Weg. Na, mal gucken. Wir gehen nochmal zurück. Im Grunde genommen wissen wir ja nicht wirklich, wo er ist. Ich würde sagen, wir gucken mal. Vielleicht können wir ja den Hund gebrauchen. Wenn der Fisch so dermaßen stinkt, dann kann er bestimmt die Fährte wittern. Ach, ist es nicht beruhigend? Diese ganzen Parts, ohne zu kämpfen. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich schon 2,5 Parts nicht gekämpft, oder? Kann das sein? Oder habe ich da wieder eine falsche Orientierung? Okay, er will immer noch Elione suchen. Hey, Hundchen. Ja, da haut er ab. Na schön, wir folgen dir. Auf Schritt und Tritt. Ach ja, es ist nicht ein netter Hund, der hat eine Spur für uns. Aber keine Sorge, Leute, also... wir werden heute auf jeden Fall noch kämpfen müssen. Die Ruhe hat bald ein Ende. Und Balam wird ein Schlachtfeld. Nein, Scherz. Die gute Stadt. Das können wir nicht machen, dann wäre ja Xels Mutter und Xel an sich ja obdachlos. Das soll schon alles heile bleiben. Jetzt rennt er schon wieder zum Bahnhof. Da waren wir doch erst. Muss er sich ja irgendwo hier verstecken, weiter geht's ja nicht. Och nee. Das ist Ragen hinterher. Herrlich, okay. Ragen hat also Fisch gefuttert, allen anderen geht's schlecht, aber ihm geht's blendend. Der muss einen ziemlich harten Magen haben.
Ach Mann, wo ist er denn jetzt hingelaufen? Aha, okay. Hey, ihr da, ihr dürft da jetzt nicht reingehen. Unser Kommandeur hat gerade den Truppenführer und... Aua! Fujin, Hysterie ist mal nicht gut. Ich hab mal richtig gearbeitet, ich musste mal nur den faulen Schund wecken. Suchend. Was? Ich musste nur mal den faulen Suchend wecken. Den Schund. Hm. Hey, ihr da, ihr müsst mir mal helfen. Wir versuchen mal zusammen Fujin zu beruhigen. Oh, viel Glück, Leute. Raijin! Wow, was macht ihr mal hier? Wir sind hier, um mal Balam zu befreien. Nein, wir sind hier, um Balam zu befreien. Oh, ist das schon wieder cool. Ja, ich glaube, wenn wir Raijin vor uns hätten, oder ich zumindest, ich würde irgendwann auch so anfangen zu reden wie er. Das ist absolut Bombe. Der arme Xell. Sprachfehler. Cypher meinte mal, wenn Squall kommt, könnt ihr ihn mal ganz locker umhauen. Ihr helft mal mit. Oh Gott, wirklich jetzt? Oh Leute, wir können uns doch vertragen. Warum müssen wir gegeneinander kämpfen? Das ist das erste Mal, dass wir gegen die kämpfen, oder? Also zumindest gegen Raijin. Also gegen Fujin haben wir natürlich auch noch nicht gekämpft. Na schön, ich würde sagen, auf jeden Fall am Anfang mal ein schöner GF. Raijin dürfte, immun gegen Blitz sein. Und ich hatte das letzte Mal Blitz gekoppelt. Das wäre wirklich sehr, sehr schlecht gewesen für mich, hätte ich das nicht geändert. Naja, es war wirklich schon spät und noch ein Part aufzunehmen, das hätte sich irgendwie nicht gelohnt. Ich glaube, da wäre ich völlig verpeilt gewesen. Von daher, ein neuer Tag. Und ja, viel, viel mehr Spaß beim Aufnehmen auf jeden Fall, wenn man nicht zu müde ist. Ich überlege halt, greife ich ganz normal an. Ja. Ich denke mal, die Soldaten sind tot nach Shivas Auftritt. Okay, wir können Blitz und Blitzrad bauen. Shell und Protis. Also bei storyrelevanten Kämpfen mag ich jetzt eigentlich nicht bauen. Was wir allerdings machen könnten, wäre vielleicht mal Analyse zaubern auf Raijin. Ich denke, das ist doch mal ganz cool. Ich hoffe, ich habe jetzt Zauber ausgewählt, aber ich glaube, einer müsste es auf jeden Fall drin haben. Ich schau mal. Item, Zauber, genau. Ja. Analyse auf Raijin. Ich würde sagen, die anderen greifen mal an. Sollte ganz gut klappen. Ich weiß gar nicht, wie viel AP hat er eigentlich. Werden wir gleich erfahren. So, Raijin hat von Cypher den Auftrag bekommen, Elione zu finden. Er beherrscht nur physikalische Angriffe. Redet manchmal zu viel. Ja, das stimmt. Und seht ihr, absorbiert Blitz. Hat... Wow, noch 6000 HP, das ist ganz schön viel. Schwach gegen Gift, glaube ich, ne? Okay, das habe ich jetzt leider nicht drin. Okay, 6000 ist wirklich noch ziemlich viel und wir machen nur minimalen Schaden. Da muss ich wirklich ein bisschen GF rufen. Ansonsten sieht es schlecht aus für uns. Ja, GF. Ich zeige euch Leviathan, den hatten wir natürlich noch gar nicht. Stimmt. Kürzerkottel wäre schlecht, zwecks Blitz. Und ja, hier holen wir mal Ifrit. Ich denke jetzt mal, es wird im Schnitt ungefähr so 800 abziehen. Das heißt, ja, 2000, 2300, 2200 werden wir ihn abziehen. Vielleicht ist es auch mehr, ich weiß es nicht. Und da ist er. Hatten wir ja auch noch nicht. Juhu! Sieht ziemlich krass aus, wie ich finde. So, wie aus Wasser dann plötzlich... Ja, so eine Art Drachen wird. Eine Schlange. Nennt man das denn eigentlich? Wie nennt man das eigentlich? Wie waren das? Es gibt so viele Unterschiede bei Drachen. Es gibt Lindwürmer, es gibt Drachen und es gibt Wyvern oder Weibern. Das ist alles kompliziert. Kenn mich da jetzt auch nicht so aus. Und ja. Da kommt sie, die Sintflut. Sie könnt ihn ruhig aus der Kampfarena rausspülen. Ich glaube, das geht sogar. Also bei normalen Mobs kann die Attacke die Gegner einfach mal rausspülen aus dem Kampf. Das ist ziemlich nützlich. So, Meteorfeuer.
Tja, wie Rinoa, glaube ich, schon sagte, weiß nicht genau, wer es gesagt hat, aber durch Squalls ständiges Stirnrunzeln wird seine Narbe nie richtig verheilen. Und ja, sie wird auch bis zum Ende des Spiels haben. So, den dürfte er jetzt ja... Das hat fast 1000 abgezogen, oder? Leviathan? Ja, ich glaube auch 900 sollen drehen, das ist nicht schlecht. Ach, ich sehe nämlich nach den Seiten, wo ich mit normalen Angriffen 9000 abgezogen habe, oder also fast 10.000. Hammer. Aber ich denke mal, so weit werden wir auf jeden Fall noch kommen. Ich muss nur sehen, wie ich das zeitlich später schaffen werde. Es gibt dann nachher noch richtig schöne Gebiete, wenn man die Welt frei erkunden können, was wir jetzt ja zum Teil schon können durch den Ballandgarten, aber überall können wir leider eben noch nicht hin. Auf jeden Fall gibt es coole Gebiete, wo Monster erscheinen, die echt krasse Zauber haben, die wir drawen können. Und das Ganze werde ich natürlich irgendwie ausspielen mal machen. Und ja, da habe ich jetzt schon so ein bisschen Bange, dass das mit den ganzen Parts aufnehmen nicht so richtig hinkommt. Es kann also sein, dass wir so in manchen Stellen oder ich würde mal sagen eher so gegen Ende des Spiels oder auf CD3 ungefähr vielleicht pro Woche nur ein Part oder dass ihr dann zumindest pro Woche nur ein Part zu sehen bekommt. Vielleicht schaffe ich es aber auch irgendwie anders. Mal gucken. Mache ich mir auch einfach nur viel zu viel Sorgen. Eigentlich geht Ron ja relativ schnell. Mal schauen. Denn bisher haben wir ja echt so ziemlich, ich sag mal, minderwertige Zauber, zumindest was Angriffskopplungen angeht. So, der haut irgendwie ganz schön rein und wir haben nicht mal was zum Heilen. Das ist gar nicht mal so gut. ich würde sagen, jeder pfeift sich mal eine Heilpotion rein. Und Quistis, ja, die kann, glaube ich, nur zaubern. Wobei, Quistis greift an und jemand anderes gibt dir einfach die High Potion. Machen wir nochmal ein GF, vielleicht. Ach, Diablos, komm, wir haben Zeit. Item, High Potion. Der zieht ganz schön was ab mit seinem Stab. Verdammt. 250, ungefähr. So, der Bote des Schattens. Sieht doch geil aus, ey. Also bei Diablos bin ich immer wieder erstaunt. Also Square Enix, wenn ihr hier zuschaut, beim nächsten Mal bitte mal wieder Diablos mit einbringen. Also bei manchen GFs bringt es echt nichts viel zu reden. Der Sound übersteuert so dermaßen. Wow, und habt ihr gesehen? Also, ich sag mal so, Diablos ist wirklich ein sehr, sehr nützlicher GFs in vielen Kämpfen, denn ja, er macht, wie gesagt, prozentualen Schaden. Und das kann man extrem gut gebrauchen. Komm, nochmal Leviathan. Gott, er ist auch gleich tot. Ja, vielleicht wird es wirklich mal Zeit, GFAP zu lernen. Dann halten die wenigstens ein bisschen mehr aus. So drauf, was das Zeug hält. Boah, ey, wie minimalistisch unser Schaden ist. Ich muss wirklich mal gucken. Wir können demnächst ein paar optionale Sachen machen. Vielleicht schaffe ich es da ja schon mal ein bisschen was Cooles zu drawen. Bei einem Angriff von 98 mit Cell ist ja nun wirklich nichts. Ja komm, machen wir nochmal ein GF. Das ist so cool. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist. Denn, ja, sobald er oben auf diesem Feld ist, pumpt sich zu einem S. Quasi S für Sinfu. Who knows? Der Arme wird da wieder nass. So, sehr schön. Der geht in die Knie, ich glaube, das wär's. Das war's mal. Sehr schön. Wunderbar. Das freut mich.
So, eine Potion erhöht. Ja, Stärke Plus haben wir erhalten. Und GF haben 12 AP erhalten. Okay, jetzt ist der Kommandant dran. Oder Kommandeur. Kommandant, Kommandeur ist eigentlich egal, oder? Ach, der arme Rajin. Bist du der Kommandeur? Verpisst euch aus Balamp. Rajin verloren? Ganz recht. Wo sind Cypher und die Hexe? Ich werde euch alle niedermachen. Nur mit der Ruhe, Xel. Scheinbar bist du ja alleine, Fujin. Willst du trotzdem kämpfen? Wut. Hahaha. Mal warten. Sie ist mal nicht allein. Wer ist da? Als ob man das nicht hört, Xel. Och nee. Hier bin ich mal wieder. Ich fühle mich mal stärker. Ich fühle mich mal unsterblich. Na schön. Warum? Wir haben ihn noch platt gemacht. Das frage ich mich auch. Ja, Leute, der nächste Bosskampf. Ich glaube, das ist der erste Kampf, auch der mit Raiden schon, der wirklich mal ein bisschen schwieriger ist. Also zum ersten Mal eine kleine Herausforderung. So, wie machen wir es am besten? Ich würde sagen, jetzt mal ein bisschen ernst. Wir drawen zuerst mal was, nämlich Pandemona. Das können wir nur von Fujin lagern. Und das ist eine neue GF, genau. Sehr schön, Leute. Also eine neue GF heißt schöne viele neue Abilities und neue Abilities sind mega, mega super. Wir zaubern jetzt mal ein bisschen. Wir haben Pandemon entdeckt. Ich wollte eigentlich ein bisschen Protes. Genau. So. Jeder droht jetzt hier einfach mal Protes auf jeden. Wir unterstützen uns also gegenseitig. Ach ja. Und dann wäre es vielleicht gar nicht mehr so schlecht, wenn Xel vielleicht in den gelben Zustand kommen würde und Squall auch. Denn so ein paar Limits wären jetzt wirklich sehr brauchbar. Zahn. Na toll. Oha. Ziemlich cool. So, Protest zaubern auf dich selbst. Und ich würde sagen, wir rufen mal Ifrit. Und die gute Quistis heilt sich mal selbst. Sehr schön. Das Lustige ist ja immer, dass die Gegner Zauber haben, die uns im Kampf sehr nützlich sind. Das ist immer sehr suspekt, wie ich finde. Aber noch schön. Quasi kann man sich dann aus den Zaubern, die Leute bei sich tragen, so ein bisschen eine Taktik zusammensetzen. Ja, was machen wir denn mal? Ja, machen trotzdem eine GF. Wir machen Brothers. Und wir könnten ja mal die gute Fujin analysieren. Oh Gott, nein. Ifrit wird das Dach kaputt machen. Gar kein Dach da. Herrlich. Aber so merkwürdig, wie das auch aussehen mag. Irgendwie stört es einen nicht bei solchen alten Spielen. Man weiß eben, also es wird einem nicht zwanglockt. Man weiß, das hier ist die Kampfarena. Und ja, ringsherum ist eben nicht viel. Elione, wo? Tja, nicht hier. Sehr schön. Bin ja mal gespannt, was zu ihr dasteht und wie viel HP sie hat. Okay, 6300. Fujin. Sie hat im Auftrag von Cypher Elione gesucht. Sie wendet Windzauber an, indem sie die Macht einer gekoppelten GF nutzt. Ha. Ihre GF ist also Pandemona. Sie absorbiert auch Wind. Von daher, naja. Wir haben im Moment noch keinen GF, der Wind zaubert, aber Pandemona, konnten wir nun schnell rauserlesen, hat wohl das Element Wind. So, sehr schön. Wissen wir, passt auf. Wir machen mal. Ich überlege gerade, ob wir nicht mal irgendwen in den gelben Bereich schlagen. Weil das ist jetzt. Das ist ziemlich gefährlich. Vitra. Zaubern wir doch mal. Oder zaubern. Ich weiß es nicht. Doch, wir zaubern es mal auf Squall. Und das war plötzlich doch noch in die Bedrohung gekommen und dann echt verlieren. Es reicht, wenn einer in den gelben Bereich kommt. So, Quistis. Können wir sonst noch was Schönes machen? Ich denke mal,
Eros wird uns auch nichts bringen. Von daher greift jetzt einfach Maxell an. Vielleicht sind wir schon in im gelben Bereich. Weil ich das eigentlich auch nicht machen bräuchte. Die greifen ziemlich schnell hintereinander an, die beiden. Ach, sehr schön. Toll. 200 ist nichts. So, Zahn. Mal gucken, auf wen. Boah, es macht so gut wie keinen Schaden. Bin enttäuscht. Squall, übernehmen das mal. Oh, wir können schon. Ist das nicht cool? Sehr schön. Zuerst mal auf Fujin. Und die anderen greifen an. Oh, nicht viel Zeit. Aber da können wir trotzdem was rausholen. Und nein, Xell ist nicht overpowered. Also doch, also ich muss sagen, im späteren Spielverlauf, man kriegt ja doch des Öfteren mal so 10 bis 12 Sekunden spendiert. Da ist das Wahnsinn, was man mit Xell so abziehen kann. Im Grunde genommen wahrscheinlich mehr als wie mit Squalls letzter Spezialattacke Löwenherz, obwohl die optisch natürlich ziemlich geil ist. Werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Aber dafür brauchen wir erstmal die Waffe Löwenherz. Ach, die Arme, wird sie verprügelt von einem Mann. So finster. Ach, noch 8 Millisekunden. Schaffe ich nicht. Schade. So, mal schauen. Okay, tot ist sie, glaube ich, noch nicht. Aber ich denke doch, das nächste Mal, wenn wir jetzt mit Xell nochmal Duell machen, werden wir ein bisschen, ja, ein bisschen was anderes benutzen. Okay, so, los geht's. Oh, so, schon wieder so wenig Zeit. Gucken wir, ob wir was Cooles sehen können. Ich kenne nämlich jetzt gar nicht so die Kombination für die ganzen Spezialtechniken. Ich mach das immer so zufällig. Delfinschlag. Ist zwar keine spezielle Abschluss-Kombo, aber ist was Neues. Delfine, juhu. Boah, Leute, mein Magen knurrt. Ich muss essen. Da hab ich krass Hunger. So, das müsste es doch bald mal gewesen sein mit ihr, oder? Immer noch nicht. Meine Güte. Also ich würde sagen, Xell nochmal so und die anderen holen GF. Auch nochmal Shiva und ja, Diablos nochmal. Viel zu wenig Zeit. Will mal ausprobieren. Oh, mein Magen knurrt. Das ist grausam. Obwohl, ich hört man das nicht. Das ist echt laut. So, Delfinschlag. Stopp, jetzt kommt nochmal der Delfinschlag, so wie das letzte Mal. Genau. Aber so, keine Ahnung. Wir konnten noch keine Spezialtechnik von Xell sehen. Vielleicht gucke ich mal im Internet, wie die Kombinationen sind. Ich wollte gerade sagen. Elione, wo? Ja, ist ja ganz toll. Ganz, ganz toll. Na schön. So, wir greifen mal Ragen an. Ja, jetzt wiederholst du dich aber, Mädel. Vielleicht kriegen wir ja mal was zu Gesicht. Ich muss mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Wir haben ja genug Zeit. Sehr schön. Ich will irgendeinen Abschlussangriff sehen. Gott, das ist so schwer. Ich weiß nämlich gar nicht wie. So, was mache ich als nächstes? Ach, sehr schön. Ich liebe Duell. Was kommt nicht zum Spezialangriff irgendwie? Mann. Na gut, machen wir nochmal Delfinschlag. Das zieht, glaube ich, bisher am meisten ab. Wow, nur noch eine Millisekunde.
Sehr cool. Kopfnuss. So, Diablos, mal gucken. Och, nö, wirklich jetzt. So. Anhand von Diablos erkennen wir ja nun, ob... Oh Gott, Xel ist schon wieder dran. Das ist jetzt krass. So, versuchen wir mal ein bisschen was. Immer noch nichts. Leute, kennt ihr eine Kombination, die wir bisher anwenden können? Echt ein bisschen schade. Würde euch ja gerne ein bisschen was zeigen. Boah, jetzt hab ich mich vertippt. So, kommt jetzt irgendwie nochmal Delfinschlag oder irgendwas anderes. Wunderbar. Ach, schon wieder nur eine Millisekunde. Ich will noch was schaffen. Nein, das geht nicht. Ich glaub's nicht. So, jetzt aber Diablos. Das war mal nicht schlecht. Ui, eine High Potion. Das ist wirklich nicht schlecht. Aber gut, bringt ja nicht so viel. So, was wollte ich vorhin sagen? Ja, anhand von Diablos können wir jetzt sehen, wer von den beiden noch mehr HP hat. Natürlich wird es Regent sein. Erstens hat er sich geheilt und zweitens haben wir nicht so oft angegriffen. Und ich sehe gerade, der Part ist schon wieder fast vorbei. Meine Güte, wie die Zeit verfliegt. Sieht doch finster aus. Hammer. Na denn, Abflug. Holy crap. Oh, meine Ohren, das schmerzt mich. Schmerzt mir wirklich selbst. So, krass. Okay, Fujin ist platt. Rückzug. Ganz fein, so den Rest kriegen wir jetzt auch noch hin. Diamantenstaub. Sexy Shiva. Er wacht aus ihrem Kryo-Schlaf. Äonen von Jahren war sie da drin und jetzt. Das erste, was sie tut, den Menschen töten. Nein, Scherz aber. Sehr cool. Ach, wunderbar. Das war doch ein super Kampf, finde ich. Es ging alles so auf, wie es wollte. Fujin, ich bin auch mal K.O. Yippie, und ja. Kampf gemeistert und eine neue GF erhalten. Keine XP, dafür aber ein Final Elixier, Stärke Plus. Beat'em Up 02, wunderbar. Und 20 AP, das ist doch super. Shiva und Diablos haben was gelernt. Und da ist er. Pandemona, oder S oder R oder wie auch immer. ein GF, den ich sehr, sehr bizarr finde, auch optisch, also werdet ihr dann ja sehen. Das sieht aus wie eine Pinata, der ist völlig bunt. Hat die Hexe euch das befohlen? Negativ. Die Hexe hat mal nichts zu tun, wir handeln mal nach eigenen Regeln. Was für Regeln? Die Regeln von Cypher. Dann ist es okay. Aber hört jetzt damit auf. Das ist jetzt kein Streit mehr unter Gardenschülern. Wir können mal nicht zurück. Negativ. Cypher hat mal viele untergeben, aber wir sind seine einzigen Freunde. Die Galbadianer gehorchen ihm nur, weil sie mal die Hexe fürchten. Wenn wir mal auch noch weggehen, hat er niemanden mehr. Wenn ihr seine Freunde seid, solltet ihr Cypher sagen, dass er damit aufhören soll. Akzeptanz. Das ist mal keine solche billige Beziehung. Egal, was er mal tut, wir werden ihm folgen. Ach Mann, die beiden. Ich kann euch verstehen. Ihr wollt also nicht zurück, richtig? Nächstes Mal kenne ich keine Skrupel.
Es geht nicht anders. Sie wollen es doch, oder? Moment mal. Ich will mal nicht mehr reden. Es macht mich mal etwas traurig. Trauer verboten. Abmarsch. Okay. Ach ja, die beiden sind ja doch irgendwo sehr sympathisch. Sind halt Freunde, die drei. Es ist wirklich traurig. Wer zum Freund oder zum Feind wird, entscheidet sich rein zufällig. So wurden wir erzogen. Es ist doch nichts Besonderes. Nichts Besonderes, wirklich? Ach, warum fühle ich mich dann... Tja, Squall. Wir gehen. Na schön, Leute, das hätten wir. Wohin als nächstes? Hallo, Leute! Was ist? Wohin wollen wir jetzt? Ich überlege noch. Wie wär's mit dem Trabia-Garten? Die Hexe wird sich kaum dafür interessieren, aber es könnte ja vielleicht trotzdem sein, meine ich. Aber dort könnte durch den Raketenangriff die Hölle los sein. Ach ja, gerade deswegen will sie dahin. Verständlich. Ich werde es mir überlegen. Danke. Okay, ich würde sagen, das klingt nach einer Mission. Ja, Leute. Wir starten doch mal. Vielleicht kann ich auf die Weltkarte. Wir legen ab, genau. Verstanden. Dasselbe Team wie vorhin, denn... Wirklich stärker geworden sind sie noch nicht. So, Abmarsch. Was ist Abmarsch? Abflug. Mit dem Garten. Okay, Leute, ich habe schon 2 Minuten überzogen, aber... Das ist okay. So, wir nehmen ein bisschen Abstand von Balamp. Oder nein, ich gehe jetzt ins Menü, guck mir noch die GFs an. Ach ja, wer koppelt denn am besten? Pandemona, ich würde sagen... Quistis. Hoffentlich bringt es was. Ja, Stärkekopplung wenigstens was. Und ja, wir koppeln mal noch Stärke. HP plus 20 machen wir mal. Sehr fein. Oh Gott, Moment. Bevor ich das nachher wieder vergesse. Jetzt ist bestimmt wieder irgendwie... Genau, wollte ich gerade sagen. Sind wieder Elementare gekoppelt. Elemente gekoppelt. So, Kartenwandel ist okay. GF Magie plus... Nee, Geist plus 40 am besten. Oder nee, wir machen Element-Abwehrkopplung, das ist gut. So, Ifrit Stärke-Bonus noch dabei. Magie plus 40 noch dabei. Wunderbar. So, was nennen wir denn mit dir? Rauben, Magie plus 20, HP plus 40. HP plus 40. Leviathan hat immer noch Magie-Kopplung und da ist er, Pandemona. So... Geschickkopplung oder Elementabwehrkopplung? Ich würde sagen, wir machen erstmal Elementabwehrkopplung. Oh nein, erstmal Geschick. Ist eigentlich egal. Danach Stärke 20 wahrscheinlich. Erstschlag ist auch ganz cool. Man kann immer zuerst angreifen. Ja, Leute, und das ist Pandemona. Schaut mal, wir haben schon über die Hälfte unserer GFs. So, ich würde sagen, dann eine kleine Runde speichern. Und ja, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werden wir uns mal, ich denke mal, etwas Optionalem widmen. Was sehr interessant ist sogar. Pandemona werde ich dann vielleicht zeigen. Und ja, ich hoffe natürlich, wie immer, ihr bleibt dabei. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy VIII.